Willkommen zurück zu Let's Play Mad Max Part Nummer 28. Ich habe ja schon in dem letzten Let's Play angesagt, dass ich mit Mad Max fertig bin. Es war ja eigentlich auch so geplant, aber ich konnte mich noch nicht ganz für ein neues Spiel entscheiden und habe mich dann für zwei entschieden. Aber ich bin mir noch nicht schlüssig. Und jetzt machen wir noch irgendeine Mission bis ungefähr Januar. Und dann spielen wir ein neues Spiel. Was für eins weiß ich leider noch nicht. Muss mich da zwischen zwei entscheiden und die Entscheidung ist schwer. Und mehr will ich da eigentlich auch ehrlich gesagt noch nicht verraten. Seid auf jeden Fall gespannt, was wir als nächstes anzocken werden. Wir werden auf jeden Fall jetzt erstmal ein paar Ödler-Missionen machen. Mal gucken, was wir alles machen können. Boah, hier gibt's noch einen Haufen. Kurz mal überlegen. Kurz überlegen. Wir haben ja auch, glaube ich, neue Sachen freigeschaltet. Und sogar, glaube ich, neue Karosserien. Wie viel Schrott haben wir? 550 knapp. Boah. Was wir da freigeschaltet haben. Ja, nochmal dahin, bitte. Also jetzt geht es eigentlich nur noch darum, Ödland-Missionen machen und das Auto auftunen. Für die, die Auto begeistert sind, ist es natürlich richtig cool. Aber mein Fall ist es nicht so wirklich. Jo, wir gucken jetzt mal, wo wir hinfahren können. Ich würde sagen, wir fahren mal zu Pink Eye. Ja, Junkman ist auch nicht gestorben. Ist wieder bei uns. Ist wieder von den Toten auferstanden. Aber es fand ich doch echt ganz schön. Ein bisschen. Ja, soll ich sagen. Blöd, dass der in der Hauptstory gestorben ist. Oder wieso er überhaupt wieder zu Skrotos hingerannt ist und ihn retten wollte. Das verstehe ich halt nicht. Eigentlich hat er ja die ganze Zeit gesagt, dass er voll das Arsch und so ist. Glaub ich. Und dann will er den auf einmal retten. Keine Ahnung, was er dem versprochen hat. Ich weiß es nicht. Oh, da müssen wir lang. Aber die Hauptmission ging doch recht schnell, hätte ich nicht gedacht. Hab gedacht, die geht noch ein bisschen länger. Aber ist eigentlich immer so, dass die Hauptmissionen nicht so lange sind. Mächtige Staub. Oh, hoffentlich kommt kein Sturm. Darauf habe ich jetzt keine Lust. Ja, misstrauisch. Okay. War natürlich alles so geplant. Wieso haben wir kein Damage bekommen davon? Sonst, wenn wir gegen irgendeinen Kieselstein fahren, ist unser Auto immer halb kaputt. So, hier ist Pink Eye. Mal sehen, was die für uns hat. Sie da oben? Ja. Ganz okay. Ich denke mal, wir kommen hier hoch. Hier waren wir, glaube ich, schon lange nicht mehr, würde ich sagen. Bisschen her. Aber wir finden trotzdem den Weg easy. So. Dann schwaffel mal los, Olle. I'm sending my young ones away. Across the Great White. Out the unknown. They'll run out of fuel and die. But we're not using fuel. We'll build a dune ship on wheels with a sail to catch the wind. Why are you telling me this? I think you might help me for a price. I've found a fitting sail. I know where to get it, but not how. As reward, treasure. From the days of old, still buried beneath the dunes and ruins. Alles klar, Pink Eye will das große Nichts überwinden und den wachsenden Wahnsinn von Skrotos hinter sich lassen. Doch ihre Crew hat ein gutes Segel für ihr Dünschiff.
Skrotus verwendet ein altes Werbebanner als großen Tausammler in einem naheliegenden Lager. Der Tyrannenpeitsche. Beschaffe das Banner für Pink Eye. Jo, dann siehst du mein Signal, Olle. So. Fahr zum Lager der Tyrannenpeitsche. Dann lass mal hin, düsen. Bucket. Oh, fertig gelabert. Da ist es ja schon. Kriegstruppen. Oh, geht weg. Euch habe ich überhaupt keine Lust. Schon im letzten Part so viele gehabt von euch. Oh Gott. Ja, halt die Schnauze hinter mir. Ah, Idiot. Da will jemand sagen, ich kann nicht fahren. Ist noch jemand? Nö. Oh, da liegen sie. Was ich auch geil fänden würde, was jetzt leider hier nicht der Fall ist, wenn man so irgendwie so seine eigene Stadt aufbauen könnte oder so in Mad Max. Das ist dann auch noch ein großes Teil davon wäre. Also es wäre richtig geil, wenn man so seine eigene Stadt aufbauen muss, verteidigen muss und so. Aber hat halt eine ganz andere Story. Sucht halt seine Familie und so. So, da vorne ist es schon, oh, dies. Ja, das wird nicht schlecht, wenn ich wieder ganz schön gut bewacht. Oh Gott. Oh Gott. Okay, wir sind schon wieder fast am. Oh, das ist noch kaputt. Wow, 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 wow. Alter, geht's da ab, ey. Oh, fix mal das Car, bitte. Wir werden wieder beschossen. Oh, und hier ist direkt eine Mine. Hab ich eben erst gemerkt. Oh, wir können wieder weiter. Ich reiß jetzt erstmal die ganzen Sachen da ab. Okay. Das war, würde ich sagen, ein Volltreffer. Auf ein neues. Also damit hätte ich nicht gerechnet. Ah, es hat fast ein halbes Autoleben abgezogen. Das war krass. So, jetzt müssen wir wieder hinfahren. Alles klar. Da war das. War ja zum Glück nicht so weit der Weg. Schade, dass wir nicht dort respawned sind. Unser Booster. Ah, immerhin wissen wir, was uns jetzt dort erwartet. Ich reiß dann lieber direkt schnell diese Granatenwerfer oder was das auch immer ist, runter. Nein, ich würde sagen, die haben mich eben getötet. So, da vorne ist es wieder. Können aber da vorne, ja, da vorne ist besser. Ist auch, glaube ich, eher der richtige Weg. Ja. Alter. Ich finde, das Auto lässt sich so schlecht steuern manchmal.
So, einmal. Alter, wie es hier zur Sache geht. Aua. So, wo sind noch so Dinger? Einmal da. Ja, genau, jetzt kommen hier wieder welche dazu, ey. Aber die Dinger haben wir gleich alle abgerissen. Oh, wir müssen aussteigen. Kommt mal her! Die steigen eh wieder nicht aus. Weil die Angst haben. Oh, doch. Idiot. Meins. Warum steigen die auf einmal so schnell aus? So. Bist du fertig? Jo, ist er. Da hinten ist noch ein Sniper. Ich will erstmal diese blöden Fontäne ausschalten. Ich glaube, hier hinten rechts war noch eine. Nö. Hier ist aber ein Sniper auch. Sniperino. Mal runter mit dir. So, wo war da noch einer? Da hinten. Den will ich. Ah. Äußerverteidigung ausgeschaltet. Hab ich einen Eingang gesehen eben. Irgendwo habe ich noch einen Eingang gesehen. Irgendwo, irgendwo, irgendwo. Wo ist Munition? Da, oder? Nö. Da muss ich durch dieses... Oh ja. Rammen. Kann man sich einfach hochsprengen, hey? Ja. Ich versuche es mal zu rammen. Haben wir schon mal gerammt, weil das hat voll viel Leben verloren. Rammen. Nö, geht nicht. Ich weiß nicht, ob wir das mit 3 packen. Ich hoff's. Ich glaube, da hinten ist ein Eingang. Aber wir versuchen es erstmal hiermit. Wenn das nicht klappt, müssen wir da durch den Eingang gehen. Ich glaube, da ist einer, weil da eine Markierung ist. Ja, los, lauf mal ein bisschen schneller. Jo, noch einer haben wir. Sehr schön. Tor massiv eingeschränkt. Rammen. Aber mit eingeschränkt rammen meint es, glaube ich, dass man es nicht rammen kann. Macht Sinn. Boah, was war denn das? Ja, komm her. Okay. Ey, 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 ohne sowas. Boom. Ich hab dich doch gepackt, mich. Manu. Nein, 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 nein. Oh. Bin tot fast, ey. So, ihr aber auch. Oh, trinken haben wir nichts mehr. Fuck. Fuck, 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 fuck. Können wir was trinken? Fernglas. Lampe, trinken. Nichts zum Trinken. Sehr schön, sehr schön, sehr schön.